Power, volle Kraft voraus. Hallo zusammen, die Josie vom Kanal Josie Viva hat sich einen neuen YouTube-Mama-Tag ausgedacht und mich getaggt, nominiert, ja, nennt es wie ihr wollt. Auf jeden Fall hat sie Fragen an uns YouTube-Mamas gestellt. Ich verlinke ihr Video dazu auch nochmal hier oben, da könnt ihr auch nochmal gerne reinschauen. Und falls euch solche Tags interessieren, ich hatte mal mit der Mella vom Kanal Mella auch einen Tag neu kreiert. Und dort haben wir auch alle YouTube-Mamas aufgefordert, mitzumachen. Ja, den verlinke ich euch auch nochmal hier oben, falls euch sowas interessiert, ja, dass ihr da nochmal dann reinschauen könnt. Aber jetzt beginne ich mal mit den Fragen, die mir die Josie gestellt hat. Die erste Frage ist, seit wann machst du YouTube? Und ich muss sagen, bei der Frage weiß ich nicht genau, wie ich antworten soll, weil ich nämlich schon mal einen anderen Kanal hatte. Und den anderen Kanal hatte ich am 5.10.2015 gestartet. Da ging es aber überhaupt nicht um Mama-Themen und überhaupt nicht um ja, die Themen, die es jetzt auf meinem Kanal hier gibt. Meinen jetzigen Kanal, also diesen hier, den Tiny Mikala, den habe ich seit dem Moment, seit dem 1. Februar 2017. Also jetzt genau ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr. Und so lange bin ich jetzt hier mit diesem Kanal auf YouTube am Start. Die zweite Frage ist, wieso hast du mit YouTube angefangen? Also diesen Kanal jetzt, worum es auch hier geht, den habe ich angefangen, weil ich im September 2016 wurde ich schwanger. Und das war alles nicht so geplant. Und ja, mich hat diese Schwangerschaft ziemlich überrascht und überrollt. Und ich hatte dann einfach Bedarf, mich bei... ich hatte Redebedarf. Also ich hatte Bedarf, das alles festzuhalten, meine Schwangerschaft in Videoform festzuhalten. Da ich jetzt nicht so der Schreibertyp bin, dachte ich mir, packe ich halt die Kamera aus, habe ich ja noch... ich hatte ja diese Kamera noch von dem anderen Kanal quasi. Und habe dann gedacht, dass ich das alles so peu à peu festhalte. Für mich allerdings erstmal nur, weil ja, ich finde das so krass, schwanger zu sein und wollte nichts von dieser Schwangerschaft im Nachhinein vergessen. Oder das war aber alles erstmal nur für mich. Ich habe es auch niemandem gesagt und ja, habe das erste Video hochgeladen. Das war das Video, ja, ich bin schwanger. Irgendwie ging das Video total schnell viral, sagt man. Und ich hatte auch innerhalb von dieser einen Stunde hatte ich direkt 65 Abonnenten und ich dachte mir so, wow, da habe ich wohl einen Nerv getroffen, was ich irgendwie gar nicht wusste. Also ich habe mich da vorher überhaupt nicht informiert oder auch gar keine anderen Videos geguckt, was das Thema betraf. Ja, habe dann gemerkt, das scheint wohl Leute zu interessieren, so eine Schwangerschaft, und habe dann irgendwie damit so weitergemacht. Ja, aber das war so der Anfang, wieso ich mit diesem Kanal gestartet habe. Eigentlich wirklich nur für mich, damit ich das festhalte, was ich so durchlebe durch diese Schwangerschaft. Drittens, welche YouTuber haben dich inspiriert? Und ja, wie ich gerade schon sagte, davor kannte ich noch gar keine Mama-YouTuber. Also ich habe mich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt. Ich habe es einfach hochgeladen und ja, dann war es so. Welche YouTuber ich vorher kannte, das war durch Zufall. Das ist halt auch eine YouTube-Mama, aber ich habe ihre Vlogs sehr gerne gesehen, weil sie viel auf Reisen ist. Das ist der Kanal von Mellies Blog. Und andere YouTuber, hat aber auch nichts mit Mama-Themen zu tun. Das ist der Finn Kliman und das Klimansland. Und woran ich mich noch erinnere, also ich habe wirklich nicht so viel YouTube vorher geschaut. Ja, es waren wahrscheinlich viele DIY-Sachen. Also ich habe viel gebastelt und so. Und sowas hat mich immer sehr, sehr angesprochen. Ja, aber so richtig Mamas haben oder irgendwelche YouTube-Mamas haben mich ja nicht inspiriert. Auf den Trichter kam ich vorher nicht, mir die anzuschauen. Es kam alles so peu à peu mit der Schwangerschaft dann irgendwie. Ja, und dann mit der Schwangerschaft halt habe ich halt die YouTube-Mamas entdeckt, die jetzt auch schon ziemlich groß sind. Also ich habe sehr gerne, schaue ich heute noch, ich gucke sehr gerne Pippa Pippo. Sarah Jane, da war sie noch bei, also ich glaube, bei mir, als ich angefangen habe, sie zu gucken, war sie noch irgendwie bei 10.000 Abonnenten. Ich bin dann auch mal auf Isabeau gestoßen, wobei ich sagen muss, das ist überhaupt nichts für mich. Mami-Seelen finde ich großartig. Ja, die inspirieren mich quasi jetzt so in meinen Videos. Denn man macht ja quasi doch immer so ein bisschen das Gleiche, ne? Also jeder
macht ein Video über seinen Geburtsbericht, jeder macht ein Video über das Wochenbett. Und ja, also daran, die inspirieren mich quasi jetzt, aber ich habe nicht wegen diesen YouTube-Mamis angefangen, auch YouTube zu machen. Tiny ist wach. Ja, die vierte Frage ist, wie viele Kinder hast du und wie alt sind sie und ob noch weitere geplant sind? Ich habe eine Tochter, die wird in ein paar Tagen 11 Monate alt. Der erste Geburtstag ist also nicht weit. Und ja, weitere sind, denke ich mal, auf jeden Fall geplant, wenn denn alles so klappt und läuft und wenn die Natur das mit einem durchgehen lässt, dann sind auf jeden Fall noch weitere sehr willkommen. Ob es 1, 2 oder 3 sind, kann ich jetzt nicht sagen. Ich war vor Tainis Geburt, war ich immer, ich will 4 Kinder. Jetzt habe ich eine Tochter und muss sagen, vielleicht müssen sie ja nicht 4 sein. Vielleicht reichen ja auch 2 oder 3. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das entscheidet man jedes Mal nach, oder immer wieder neu, nach jeder Geburt. So, jetzt ist er auch am Start hier, die kleine Maus. Hat gerade Mittagsschlaf gemacht und ja, wurde jetzt wach. Ist aber gar nicht schlimm, denn macht sie wieder mit. Kennt ihr eigentlich auch so von mir, ne? Die fünfte Frage ist, zeigst du deine Kinder, Tochter oder zensierst du sie und wieso? Ich habe mich dazu entschieden, dass ich sie zensiere, einfach aus dem Grund, weil ich am Anfang noch nicht wusste, ich habe mich auf diesem Gebiet noch nicht so sicher gefühlt und dachte mir dann am Anfang, kann ich es ja zensieren, wenn es hinterher irgendwie anders ist, kann ich es ja wieder wegmachen. Aber ich wollte erstmal auch nochmal sicher gehen und habe dann zensiert. Ich hatte immer so ein bisschen Schiss, dass wenn ich die Kamera so in ihr Gesicht halte und man ihr Gesicht sehr gut sieht, dass dann diese Videos runtergeladen werden und in falsche Hände kommen. Also ich wollte nicht, dass man damit irgendwas, ein anderes Material kreieren kann. Komm mal her! Weil ich nicht weiß, wer mir zuschaut, ich wollte sie halt so ein bisschen schützen. Und es geht mir gar nicht darum, dass ihr nicht wisst, wie sie aussieht. Ich habe sie teilweise schon mal auf Instagram gezeigt und keine Ahnung, aber ist ein schwieriges Thema. Auf jeden Fall zensiere ich sie. Ja, ich zensiere sie. Frage Nummer 6 ist, wie steht dein Freund zu dem Thema YouTube, Familie und Freunde, wie stehen die dazu? Und ich muss sagen, ich habe es ja am Anfang geheim gehalten, also ich habe es keinem erzählt. Mein Freund hat es ziemlich spät rausgefunden. Der wusste wohl, dass ich diesen anderen Kanal habe, war auch ziemlich froh, als ich den dann wieder sein lassen habe. Wusste aber nicht, dass ich jetzt einen neuen Kanal angefangen habe. Und ich habe es ihm bewusst nicht erzählt, weil ich weiß, dass er da nicht so hintersteht und das nicht so toll findet. Und dem habe ich es dann einfach erstmal nicht erzählt. Der ist ja danach irgendwie selber drauf gekommen, als ich halt ständig am PC saß und hat dann mal ein Video von mir gesehen und dann meinte er so, hast du schon wieder ein Video gemacht? Und keine Ahnung. Und der findet das auf jeden Fall nicht so prall. Also der wird am liebsten, dass ich, vielleicht nicht damit aufhöre, aber dass ich da nicht so viel Zeit drin investiere. Er ist lieber für normale Arbeit und kann mit diesem ganzen viralen Zeug nichts anfangen. Also er ist ziemlich oldschool-mäßig drauf. Deswegen ist für den dieses ganze Upload, Internet, YouTube, Social-Media-Zeug ein bisschen fremd. Familie muss ich sagen. Meine Eltern schauen, glaube ich, ab und zu mal ein Video. Meine Geschwister genauso. Aber die sind da jetzt nicht so wie bei Josie, dass sie dann wissen, montags lädt Karl ein Video hoch, da muss ich auf jeden Fall montags mal vorbeischauen. Das machen die, glaube ich, wie sie Lust und Laune haben und ob sie gerade Zeit haben, schauen sie mal rein. Was ich aber auch ganz gut finde, sonst stehe ich da, glaube ich, selber so ein bisschen unter Druck. Und ich kann sagen, meine Familie ist da, die nimmt das alles ziemlich locker. Meinen engsten, meinen besten Freunden habe ich das gesagt nach einer Zeit, dass ich einen Kanal habe. Auf Instagram sehe ich von einigen Freunden, dass sie meine Stories verfolgen. Von daher nehme ich an, dass sie wissen, dass ich diesen Kanal habe. Falls jemand zuguckt, wo ich es noch nicht von wusste, sei gegrüßt, unbekannterweise. Und du kannst dich ja mal melden, unter dieses Video schreiben, wer da meine Videos schaut, den ich vielleicht kennen sollte. Also alles keine große Sache, kein großes Ding. Es ist jetzt keiner hinter mir, der sagt, los Kaya, du musst jetzt weitermachen, das ist super, mach das. Nee, eher nicht. Das mache ich alles so für mich selber und still und heimlich in meiner kleinen Abstellkammer hier. 7. Frage. Wurdest du schon mal auf der Straße von Abonnenten angesprochen? Und die Frage kann ich ganz einfach, klar und deutlich mit Nein beantworten.
Ich wurde natürlich noch nicht von irgendwem angesprochen. Dazu bietet sich A, überhaupt nicht die Möglichkeit, weil ich ja in Frankreich wohne und nicht in Deutschland. Und B, glaube ich, ist meine Reichweite auch weit davon entfernt, dass mich irgendwer mal auf der Straße ja, erkennt, beziehungsweise dass der Zufall das will, dass mich irgendwer sieht und nicht hier mal im Internet geschaut hat. Also das war noch nicht so und das wird auch, glaube ich, nicht passieren. Achte Frage, bereust du irgendetwas aus deiner YouTube-Zeit? Und da musste ich so ein bisschen überlegen und ich kann sagen, dass ich eine Sache auf jeden Fall bereue. Und es ist nämlich die Sache, dass ich einmal im, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, im Juni oder im Juli, habe ich ein Video mit Musik hochgeladen, mit Musik, die ich nicht nutzen durfte. Und habe eine Abmahnung von YouTube bekommen. Ja, das ist, glaube ich, das passiert, glaube ich, mehreren, vielen. Aber ja, mir ist es auch passiert, das ist einfach scheiße gewesen. Ich habe aus dieser YouTube-Library Musik genommen, habe aber nicht darauf geachtet, dass die nicht für die freie Benutzung, dass ich die nicht benutzen durfte. Wurde dann ermahnt. Ist kein schönes Gefühl und wurde dann von YouTube, denke ich mal, so ein bisschen auf die Seite geschoben, was ich auch total nachvollziehen kann und verstehen kann. Aber das ist so das Einzige, was ich richtig bereue, weil ich da, ja, muss ich mir selber eingestehen, mit falschen Karten gespielt habe und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ne? Also da habe ich mir dann quasi selber ins Fleisch geschnitten. Hallo, na du, bist du hier angelangt? Hast du dich da durchgerobbt durch die ganzen Bilderrahmen? Ja! Die neunte Frage ist, mit wem hast du oder mit welchen YouTubern hast du Privatkontakt? Also privat heißt bei mir, ich schreibe mit einigen auf Instagram und WhatsApp, dass ich jemanden schon mal live gesehen habe. Privat war jetzt noch nicht der Fall, da ich halt, wie gesagt, nicht in Deutschland wohne und nicht mal eben mich mit irgendwem treffen kann. Was ich aber sehr gerne machen würde mit dem einen oder anderen. Ja, Josie, also von Josie Wieber, mit der Mella von Mella, dem Kanal Mella, mit der Rebecca vom Kanal Rebecca, mit der Stefanie vom Kanal Stefanie, aber eher seltener, meine Mini-Welt und mit der Caroline K. schreibe ich ab und zu mal. Ach ja, und die Sophia von Mama Baby Liebe, mit der schreibe ich auch öfter. Alles kann, nichts muss, ne? Und vielleicht treffen wir ja mal die eine oder andere. Ja, vielleicht ist das so. Nummer 10 ist die letzte Frage und zwar nach der Nominierung, wen ich denn alles nominiere bzw. tagge. Und zwar möchte ich die Rebecca nominieren. Ich verlinke euch die ganzen Kanäle in der Infobox. Dann nominiere ich den Kanal Meine Mini-Welt. Dann nominiere ich die Franzi von dem Kanal Wir sind süß. Das ist keine kleine kein kleiner YouTube-Kanal, die ist schon etwas größer. Vielleicht hat sie ja trotzdem Lust mitzumachen. Ich denke mal, dass ihr die garantiert auch kennt. Und dann noch die Caroline K. Ich hoffe, der Tag hat euch gefallen. Und schaltet auf jeden Fall auch mal bei den anderen YouTube-Mamis rein. Die meisten sind davon noch relativ klein, so wie ich. Also wir haben kleine Kanäle und ich finde super, dass wir uns so unterstützen. Und ich bin ja für Girl Power, ne, dass wir uns hier alle unterstützen, denn von nichts kommt nichts. Und ich denke mal, dass es momentan auf YouTube relativ schwer geworden ist. Tiny. Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, relativ schwer geworden, auf YouTube Fuß zu fassen. Und wenn wir uns da unterstützen können, dann bin ich doch sehr froh und mach gerne mit und nominiere weitere Mamis, dass sie auch Gehör finden. Und ja, Girl Power, volle Kraft voraus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!